Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Robert Habeck bei Markus Lanz die grünen Wahlkampfstrategie verkauft hat, wegen Annalena Baerbock. Die Grünen scheinen sich tatsächlich entschieden zu haben, an Annalena Baerbock endgültig festzuhalten und Robert Habeck nicht als Ersatzkandidaten aufzustellen. Warum machen die Grünen das? Es erscheint auf den ersten Blick logisch. Ja klar, eine Kanzlerkandidatin, sie ist jetzt aufgestellt, das wäre ja peinlich, wenn man jetzt die Kanzlerkandidatin auswechselt. Auf den zweiten Blick ist es aber so, dass eigentlich alle Medien von Anfang an mit dem Zaunpfahl gewunken haben, wir geben euch jetzt hier ein ganz klares Signal, wechselt doch bitte, 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 bitte den Kandidaten. Es war schon bei der Lebenslaufgeschichte so. Bei der Berliner Runde hat Tina Hassel noch nicht danach gefragt. Ein paar Tage später bei dem Interviewformat Farbe bekennen, wurde aber Annalena Baerbock dann auseinandergenommen. 5 Minuten lang gab es peinliche Fragen. Und auch da wurde schon die Frage gestellt, soll es nicht Robert Habeck machen? Das heißt, man hat so das Gefühl, also die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Journalisten den Plan hatten, jetzt einen scharfen Schuss abzugeben, sozusagen, sodass die Grünen sofort den Kandidaten wechseln. Weil das wäre die beste Alternative gewesen. Je früher Baerbock weggeht, umso besser wäre es gewesen. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie so scharf bei dem Lebenslauf nachgefragt haben. Gehen wir weiter zu den Grünen. Frau Katrin Göring-Eckardt, Sie sind in dieser Runde, das muss man mal betonen, die einzige Ostdeutsche. Und wir müssen feststellen, dass Ihre Partei zwar zugelegt hat, aber längst nicht so wie erwartet. Also der Traum der Zweistelligkeit, der ist geplatzt. Und kann man wirklich den Anspruch haben, einen Kanzler, eine Kanzlerin zu stellen, wenn man in Ostdeutschland doch solche Schwierigkeiten hat? Frau Baerbock, der kreative Umgang mit Ihrem Lebenslauf. Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich toller, als Sie eigentlich sind? Frau Baerbock, jetzt sagen Sie schlampig, aber Sie gelten eigentlich als Perfektionistin. Wie kann Ihnen dann sowas passieren? Ist das der Druck, bevor der Wahlkampf eigentlich wirklich begonnen hat? Ist Kanzlerkandidatin dann vielleicht doch eine Nummer zu groß? Jetzt haben Ihre Berater das alles nicht geprüft und Sie bewerben sich ja jetzt nicht um einen Nebenjob in der Kneipe. Die Frage ist da, ist das das Level an Professionalität, was wir von einer Grünen im Kanzleramt erwarten können? Und deshalb ganz konkret die Frage, da kommt nichts mehr, das war's jetzt oder müssen Sie nochmal irgendwann irgendwas korrigieren? Was in Zukunft sich in meinem Lebenslauf noch ändert, das weiß ich natürlich nicht. Aber rückblickend ist es jetzt das, was es ist. Aber das Vertrauen ist jetzt ein Stück weit natürlich weggegangen und Sie werden vielleicht ein wenig zum Risiko für die grüne Kanzlerkandidatur. Wäre es dann nicht, wenn das heute auch schon in der Presse zu lesen war, eine Überlegung wert, möglicherweise die Kanzlerkandidatur doch an Robert Habeck weiterzugeben? Frau Baerbock, aber bleiben wir noch ganz kurz, bevor wir auf den Parteitag gucken, bei Vertrauen. Und Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Und wenn man jetzt die neuesten Zahlen vom aktuellen ARD-Deutschland-Trend anguckt, dann verlieren Sie 12 Prozentpunkte und Sie rutschen beim direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten von Platz 1 auf Platz 3 weit abgeschlagen hinter Herr Laschet und Herrn Scholz. Wie wollen Sie das wieder aufholen? Es war auffällig, wie scharf Sie bei dem Lebenslauf nachgefragt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass Grüne schon mal so hart befragt wurden. Und das wäre dann ein Schachzug gewesen, wie gesagt, wo verschiedene strategische Ziele erreicht werden. Die Glaubwürdigkeit der Medien wird gestärkt und die Grünen haben auch noch gleichzeitig einen besseren Kandidaten. Und sie haben ihre Lektion gelernt, professionell zu sein in Zukunft. Damit die Medien sich darauf beschränken können, bei den Sachthemen zu täuschen, damit sie auch nicht noch bei personalen Dingen täuschen müssen. Wie die Geschichte weiterging, wissen wir alle. Und die Medien ersparten den Grünen in der Hinsicht nichts. Sie hatten anscheinend immer noch darauf gehofft, dass sie den Kanzlerkandidaten wechseln, dass Habeck übernimmt. Bei Markus Lanz hatte Markus Lanz selbst und ein Tatzmann, Oliver Krischer, quasi angebettelt, doch es einfach zuzugeben und den Kandidaten zu wechseln. Und das ist auch ganz einfach nachvollziehbar, warum. Das könnte man perfekt verkaufen und Annalena Baerbock würde man ganz schnell vergessen. Es war eben ein Unfall, man hat es nicht genau gewusst. Und in dem Moment, wo Annalena Baerbock sieht, Robert hat die besseren Chancen, übergibt sie selbstlos und tritt in den Hintergrund.
und vermutlich wäre Baerbock nach ein paar Wochen vergessen. Auch weil die Medien dann einfach nicht mehr darüber berichten. Das ist dann vergessen, weil Baerbock ist ja nicht mehr Kandidatin. Und Robert Habeck hat ja schon Erfahrung gesammelt mit der BaFin und hat sich hoffentlich, so hoffen wahrscheinlich die Medien, sich professionalisiert. Warum haben es die Grünen nicht gemacht? Aus meiner Sicht ergibt sich nur der Grund Männerhass. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass eine Frau gescheitert ist und jetzt abgelöst wird. Es war ja auch die ganze Zeit dieses Verteidigungsmuster zu erkennen, dass Annalena Baerbock als Frau angegriffen wurde. Und Robert Habeck sagte ja auch schon damals, sie als Frau, wenn sie als Frau das machen will, dann zieht er den Kürzeren. Das heißt, es ist ja auch tatsächlich so, dass bei einer tatsächlichen Gleichberechtigung, wenn jetzt beruflich, formal alles gleich wäre, dann wären insgesamt wahrscheinlich die Frauen dominant. Und das wissen wahrscheinlich auch die Grünen, das wissen wahrscheinlich alle, dass es eigentlich verquer ist. Wenn ein beruflich gleiches Einkommen herrscht und sozusagen die Männer und die Frauen in den Berufen gleich sind, dann wären die Frauen tatsächlich in dem zwischenmenschlichen Bereich sehr wahrscheinlich dominant. Das wäre de facto keine Gleichberechtigung. Das können mich jetzt einige steinigen, aber das ist jedenfalls so, wie mir das naheliegend erscheint. Mann und Frau sind eben nicht gleich, das ist etwas Unterschiedliches. Und der Mann ist wahrscheinlich tendenziell eigentlich eher in einer schwachen Rolle und gleicht es dann durch seine Körperkraft und durch sein Einkommen, das er erbringen kann, gleicht er das aus, sodass dann irgendwie ein Gleichgewicht herrscht. Das heißt, das grüne angestrebte Gleichgewicht, das ist eigentlich, es macht nur alle unglücklich. Und es ist eine Benachteiligung und die Grünen, die geben sich jetzt nicht damit zufrieden, die Männer nur indirekt zu benachteiligen, sondern sie werden jetzt auch gleich ganz benachteiligt. Also es ist einfach schief. Es ist verlogen und schief. Und es ist jetzt irgendwie ganz lustig zu sehen, dass es jetzt negativ sich für die Grünen selbst auswirkt. Dieses Destruktive. Weil wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre, wenn Robert Habeck diese Probleme gehabt hätte, ich glaube, die Grünen hätten nicht so viele Probleme gehabt, dann eine Frau dafür aufzustellen, für Robert Habeck. Aber jetzt umgekehrt, dass die Frau zurücktritt und der Mann übernimmt, es wäre so leicht für die Grünen. Das ist eigentlich die einzige gute Nachricht, es ist eigentlich so traurig, dass es eine gute Nachricht ist, weil die grünen Narrative werden so erfolgreich und so stark gepusht. Man sieht jetzt ja auch, Laschet sagt sofort bei dem Unwetter, ja, wir müssen unsere Klimapolitik verschnellern. Und alle sagen, Klima ist das große Problem und man merkt schon richtig, wie Laschet halt in seiner typischen Marionettenmanier, hat man ja schon bei Corona gesehen, jetzt einschwenkt, dem Mediennarrativ folgt. Das Mediennarrativ ist total grün. Das wäre eigentlich für die Grünen perfekt. Aber die Grünen stellen sich ja selbst ein Bein, weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, den Kandidaten auszuwechseln. Die Türen dafür schließen sich jetzt. Weil natürlich, man kann natürlich nicht dann eine Woche vor der Bundestagswahl, kann man nicht mehr den Kandidaten austauschen. Und je länger die Periode, je länger Baerbock schon Kanzlerkandidatin ist, desto schwerer ist es wahrscheinlich, sie auch auszuwechseln. Ein anderer Grund ist, dass Habeck vielleicht einfach nicht den Mut hatte, die Grünen überhaupt selbst nicht den Mut hatten, warum auch immer. Auf jeden Fall ist das eine krasse Fehlentscheidung, die Grünen die Macht kostet wahrscheinlich. Weil, wenn man sich die Umfragen anguckt, es hat Baerbock keiner gekannt. Die hat einfach nur in die Kamera gelächelt und die Grünen haben die Umfragen angeführt. Das war wirklich unglaublich. Und wahrscheinlich auch Habeck, ich glaube Habeck und Baerbock standen ja ungefähr gleich. Und ja, und wenn jetzt Habeck übernehmen würde, dann würden sie jetzt eben, es wurde nur Baerbock kritisiert, personenbezogen kritisiert. Und das andere hat man ja, es waren ja auch eigentlich darauf geachtet, dass es nur an Baerbock hängen bleibt. Also man hätte sie locker auswechseln können. Biden is the first in his family ever to go to a university. Why am I the first Kinnock in a thousand generations to be able to get the university? Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Why is Glenys the first woman
in her family in a thousand generations to be able to get the university. Aber wissen Sie, wie Joe Biden reagiert hat, als das rausgekommen ist? Nee, keine Ahnung. Er ist zurückgetreten. Bei Markus Lanz konnte Robert Habeck die Grünen-Strategie nur mäßig gut verkaufen. Einfach deshalb, weil sie nicht gut verkaufbar ist. Die Probleme bei Baerbock bleiben ja. Und die Frage, warum sie nicht ausgewechselt wird, konnte Habeck nicht zufriedenstellend beantworten. Es brachte dann Markus Lanz ein Beispiel mit Joe Biden. Und Markus Lanz fragte dann, was hat Joe Biden damals nach seinem Skandal gemacht? Und dann Robert Habeck wusste es nicht. Und dann sagte Lanz, dass er zurückgetreten sei. Das hat dann schon gesessen. Es ist aber Habeck insgesamt ganz gut gelungen, sich rauszureden. Das muss man ihm lassen. Obwohl Markus Lanz schon einigermaßen gewillt schien, ihn jetzt nicht leicht davonkommen zu lassen. Inhaltlich natürlich was ganz anderes. Also inhaltlich hatte natürlich Habeck überhaupt kein Problem. Da gab es ja nie kritische Fragen an die Grünen. Aber bei der Personalebene, da hat Lanz sich locker gelassen. Und kam dann eben zum Beispiel mit diesen beiden Einspielern. Wenn es so läuft, aus meiner Sicht, die Grünen, ja, es ist auf 4 Jahre vertagt, kann man sagen. Dieses Mal würde es dann nicht klappen. Aber das heißt nicht, dass wenn es so weitergeht wie jetzt, dass es dann nicht das nächste Mal klappt. Es muss sich in Deutschland also dringend was ändern. Und aus meiner Sicht, das geht über die Inhalte. Und die Inhalte gehen nur über alternative Medien. Und die Leute erreicht man nur durch Flugblätter wahrscheinlich. Weil bei YouTube, wir sitzen in unserer Blase drin. Und das sehen die meisten Leute nicht. Leider, da braucht man sich keine Illusionen machen. Wir können nichts anderes tun, als weiter unser Bestes zu geben. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Allen Spendern bin ich sehr dankbar. Sie helfen dabei, dass der Kanal weiter betrieben werden kann. Wenn ihr auch spenden wollt, in der Beschreibung sind Links. Ihr klickt dann einfach auf Mehr und da ist dann meine Bankverbindung oder PayPal. Macht's gut.